Hallo Internet! Hier ist wieder Beckenzack für euch. Willkommen zurück auf Nerdcalypse und ich möchte heute ein wenig mal meine Gedanken verbalisieren zu den Zelda-News der letzten paar Wochen. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, Nintendo befindet sich zurzeit in sehr frühen Verhandlungen zusammen mit Netflix und es geht darum, dass sie eine Zelda-TV-Serie auf die Beine stellen wollen. Ihr habt richtig gehört, Nintendo möchte eine TV-Serie produzieren auf Grundlage der The Legend of Zelda Videospiele. Und wenn das nicht von offizieller Quelle kommen würde, würde ich das wahrscheinlich selbst nicht glauben. Weil Nintendo war eigentlich in den letzten Jahren immer sehr, sehr, sehr schützend, was deren Marken angegangen ist und deren Figuren und deren Spiele. Und deswegen hätte ich nie erwartet, dass sie tatsächlich sowas angehen wollen. Aber dass sie das jetzt tun, finde ich natürlich ziemlich geil. Bisher wird die Serie beschrieben als Game of Thrones, das familienfreundlich ist. Was soll denn das jetzt heißen? Zelda und Game of Thrones. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Nintendo da jetzt ein bisschen die Pforten öffnet für Kollaboration mit anderen Firmen und auch mehr ins Merchandise geht. Man hat das schon in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt, dass ja zum Beispiel Nintendo-Figuren in dem Animationsfilm Wreck-It Ralph auch mit aufgetreten sind, was mir sehr gut gefallen hat. Und außerdem hat man ja mittlerweile echt in jedem Supermarkt oder so steht irgendwie so ein Kaugummi-Automat, wo man sich irgendwelche kleinen Mario-Figürchen ziehen kann oder sonstiges. Als ich ein Kind war, wollte ich nichts sehnlicher haben als, weiß ich nicht, irgendwelche Zelda-Action-Figuren oder irgendwelche Spielsachen von Mario. Und das gab's nicht. Und jetzt, wo ich ein ausgewachsener Mann bin, gibt es das schon. Ich schäme mich für mich selbst. Jedenfalls ist das wirklich eine große Sache, denn Zelda ist neben Mario die eigentlich erfolgreichste Videospielreihe, die Nintendo hat. Und von mir persönlich auch meine absolute Lieblingsspieleserie in der gesamten Videospielindustrie. Neben Metal Gear Solid natürlich. Was einige von euch vielleicht überhaupt nicht wissen, ist, dass es schon mal eine Zelda-TV-Serie in den 80er Jahren gab. Nice job, Hero. Hey, excuse me, Princess. Wenn ich mir jetzt so die alte TV-Serie angucke und vor Augen habe, dass eine neue Serie kommt, dann kann ich mir ja eigentlich nur sagen, es kann nur bergauf gehen. Ich sehe da zumindest gerade sehr viel Potenzial, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Jetzt muss man sich aber natürlich unweigerlich fragen, was soll denn eigentlich der Inhalt solch einer Zelda-Serie sein? Der 0815-Plot eines jeden Zelda-Spiels, der ungefähr so ist. Link ist ein Jüngling, gekleidet im Grün der Wiesen, der sich seiner Bestimmung nicht bewusst ist. Er wird von einer magischen Wesenheit kontaktiert, die ihm offenbart, dass er der eine Held ist, der ausziehen muss, um das Böse zu besiegen. Link tingelt dann durch die Welt und kämpft sich durch 4 bis 10 Dungeons und bezwingt am Ende Ganondorf oder wen auch immer und das war's dann eigentlich. Und wie sollte man sowas jetzt bitte in der TV-Serie aufbereiten? Kriegt man dann am Ende von Staffel 1 einen Cliffhanger, bei dem Link im Feuertempel gegen den Endboss kämpft oder was? Oder hä? So eine grobe Story mag zwar für Videospiele funktionieren, aber für eine TV-Serie sehe ich da eher schwarz. Die andere Frage, die man sich stellt, ist dann, wer sollte denn eigentlich Link spielen? Hm.
wird der Schauspieler, also der Serien-Link, überhaupt in der Serie sprechen? Wird er eine Stimme haben? Ist auch eine Frage, weil genau das hat Link in keinem der Zelda-Spiele und das ist Absicht von Nintendo. Das mag euch jetzt komplett trivial erscheinen, aber eigentlich ist das doch ein recht interessanter Punkt, denn Nintendo wehrt sich seit Jahren wirklich dagegen, vehement, dass sie Link in den Spielen eine Stimme geben. Weil der hat halt keine richtige Synchronstimme in den Zelda-Spielen. Wenn sie ihm aber eine Stimme in der Serie geben würden, wenn sie ihn sprechen lassen würden, dann würde das erstmal nicht Link korrekt darstellen, weil man das aus den Spielen anders gewohnt ist. Und zum anderen müsste man dann im Umkehrschluss eigentlich auch Link im neuen Zelda für die Wii U dann auch eine Stimme geben. Ich meine, warum willst du den im Fernsehen sprechen lassen, aber im Spiel nicht? Ist doch... Also ich kann mir das Ganze noch nicht so richtig vorstellen, weil ich nicht glaube, dass das so, wie man das aus den Spielen gewohnt ist, als TV-Serie funktionieren würde. Das wäre dann wahrscheinlich alles irgendwie zu gestreckt und zu antiklimatisch und das wird wahrscheinlich nur dann funktionieren, wenn man wirklich eine kleine Miniserie a 10 oder 15 Folgen macht und das war's dann halt auch schon. Ansonsten sehe ich da eher schwarz für. Ich habe aber am Anfang zu euch gesagt, dass das sehr positives Potenzial für mich hat und deswegen habe ich auch direkt eine Idee, wie man sowas verhindern könnte. Man könnte diese ganzen Probleme nämlich ganz einfach umgehen, indem man eine Sache macht. Und zwar, dass man sowohl nicht Link und auch Zelda erstmal überhaupt nicht in der Serie auftauchen lässt und sie auch überhaupt nicht die Hauptpersonen sind. Wie das funktionieren kann, dafür muss ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen weiter ausholen. Was mich persönlich wirklich schon lange in den Zelda-Spielen stört, von der Story her, ist, dass man wirklich nie, aber auch wirklich nie, anständig die Zwischenzeit zwischen einem und einem anderen Zelda-Teil sieht. Man hat eigentlich in jedem Zelda-Teil alte und neue Schauplätze und von den alten Schauplätzen sind das dann welche, die man halt schon aus vorigen Spielen kennt, die aber entweder anders heißen oder generell ein bisschen verändert wurden, weil ja sehr viel Zeit dazwischen liegt. Man sieht aber wirklich nie die zeitlichen Epochen, wo Link jetzt nicht da ist. Wir sehen hier immer nur in einem Zelda-Teil die Zeit, wo die Kacke so richtig am Dampfen ist. Wo Ganondorf oder wer auch immer auf den Plan tritt und jetzt da auf die Kacke haut. Wir sehen aber nicht, was in Hyrule passiert, wenn Frieden ist. Wir sehen nicht, was in Hyrule passiert, während Link nicht da ist. Wir sehen also nicht, wie sich diese Welt verändert, wie sich Städte aufgebaut werden, wie Tempelanlagen verändert werden oder sonstiges. Jedes Mal, wenn ich in einem Zelda einen Schauplatz sehe, den ich aus einem vorigen Zelda-Teil kenne, frage ich mich immer, wer hat das umgebaut und wieso? Warum sieht das jetzt so anders aus? Hä? Es gibt doch wirklich ganz viele Dinge, die in der Story von Zelda nur ansatzweise erklärt werden oder angerissen werden, wie zum Beispiel, dass in Ocarina of Time die Sheikah eine Art Geheimdienst für die Königsfamilie waren und die anscheinend in dem Schattentempel in Kakariko Leute gefoltert haben. Da ist ein riesiges Verlies mit Galgen und mit Folterwerkzeugen und all so ein Kram. Wie war das eigentlich, als noch Krieg in Hyrule war? Ich meine, kurz vor Ocarina of Time waren Zoras, Goron, Gerudos und die Hyjana alle noch im Kampf miteinander. Da gab's keinen Friede, Freude, Eierkuchen. Was war damals los? Ich denke, ihr habt jetzt so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, worauf ich hinaus will. Natürlich ist jedes Zelda-Spiel für sich eine abgeschlossene Geschichte. Und Nintendo versucht immer mit jedem Zelda-Teil eine einzige kleine Geschichte für sich abgekapselt zu erzählen. Und das geht halt nur, wenn man bestimmte Sachen verändert oder neue Sachen hinzunimmt. Und deswegen kommt es auch zum Teil halt zu gewissen Unstimmigkeiten zwischen den Spielen. Das ist ganz klar. Aber im Fall von so einer TV-Serie würde ich doch jetzt sagen, lasst uns doch diese Gelegenheit nutzen und genau da ansetzen und diese Sachen erklären. Ich könnte mir sehr gut eine Zelda-Serie vorstellen, die ähnlich ist wie Gotham. Gotham ist ja jetzt erst vor kurzem in Deutschland auf ProSieben angelaufen und es ist ja die Vorgeschichte zu Batman quasi. Die erste Folge geht damit los, dass Bruce Waynes Eltern ermordet werden und dann sieht man halt, wie in Gotham City die ganzen Superschurken sich ausbilden und so weiter, was halt den Weg zu Batman ebnet. Einige von euch haben es bestimmt schon im Fernsehen gesehen. Ich denke, genau hier könnte man dasselbe Prinzip anwenden auf Zelda. Beginnen wir die erste Folge damit, dass wir die Gerudo-Wüste sehen und das erste Mal seit weiß nicht ich wie vielen Jahren wird dem Gerudo-Stamm wieder ein Junge geboren und kein Mädchen und es ist der kleine Ganondorf. Dann könnte man sowas sagen wie, hey, wir nehmen als Hauptperson eine Stadtwache von Hyrule oder, weiß ich nicht, irgendeinen 0815-Goron, wobei dann die Frage ist, wie sehr die das
mit Maske machen und mit Schminke oder wie hoch das Budget für Special Effects ist, aber es ist jetzt erstmal nebensächlich. Aber nehmt doch wirklich Charaktere, die jetzt nicht so schwer in der Story verwurzelt sind. Von mir aus nimmt einen der sieben Weisen oder mehrere und führt die Figuren und die Welt Stück für Stück ein. Das hätte den Vorteil, dass man Leute, die die Zelda-Serie nicht kennen, nicht überfordert mit der Welt und nicht voraussetzt, dass sie Hyrule schon kennen. Und zum anderen würde das den Schreibern die Zeit geben, das Erscheinen von Link und von Zelda und so weiter wirklich aufzubauen. Ne? Man kann ja von Staffel zu Staffel, von Folge zu Folge langsam anteasern, dass da Ganondorf irgendwie ist und dass der böse ist und dass der irgendwie dann das Triforce haben möchte und dass sich dunkle Mächte zusammenbrauen und so. Und dann kommt da irgendwie die Legende des Helden und dann teasert man Stück für Stück an, dass irgendwann der Held kommen wird und der ganz Hyrule retten wird. Und wenn man das macht, dann ist auch später das Erscheinen von Link in der Serie irgendwann auch so eine richtige Klimax. Das ist dann wirklich ein Höhepunkt und es hat wirklich Bedeutung. Ich denke also, genau so könnte eine Zelda-Serie funktionieren. Fangt nicht mit Link und Zelda an, bloß nicht. Nehmt euch irgendwelche Nebencharaktere, führt uns in die Welt von Hyrule ganz langsam ein. Nehmt ein anständiges Budget, damit wir auch Rassen wie Zoras und Goron sehen können und so weiter. Und lasst euch wirklich Zeit, dann wird das auch was. Das waren jetzt meine Ideen für die Zelda-TV-Serie. Wenn ihr Ideen habt, dann schreibt es doch am besten in die Kommentare unten. Ich werde das alles lesen oder schreibt mir auf Facebook oder sonst wo. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und ob ihr denkt, dass meine Ideen gute Ideen sind oder ob ihr denkt, ich laber komplette Scheiße. Also, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und bis dahin sage ich tschö mit Ö. Well, excuse me, Princess. Hey!